Das Thema meiner Splitpredigt ist das Buch Esther. Die wahre Geschichte im Buch Esther spielt im Persischen Reich während der Herrschaft des persischen Königs Xerxes I., hebräisch Asveros genannt. Er regierte von 486 bis 465 vor Christus. Genauer gesagt geht es im Buch zeitlich circa um die Jahre 479 oder 478 vor Christus herum, als Königin Esther gekrönt worden ist. So wie es drei große Deportationen der Juden zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Gefangenschaft nach Babel gegeben hatte, so gab es auch nach dem Sieg der Perser über das Babylonische Reich drei Gruppen von Rückkehrern nach Jerusalem. Eine Gruppe von Juden unter Serubabel war bereits schon zurückgekehrt mit dem Erlaubnis des persischen Königs Cyrus, viele Jahre zuvor zurückgekehrt und durften den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Viele andere Juden aber verblieben noch in Persien verstreut. Die Bibel berichtet von über 127 Ländern in dem persischen Reich. Schauen wir uns das mal an im Buch Esther 9, Vers 30. Esther 9, Vers 30. Und man sandte die Schreiben allen Juden in den 127 Ländern des Königreichs des Asveros, dem Grußworten des Friedens und der Treue. Griechische Historiker beschreiben den Charakter des persischen Königs Xerxes als stolz, eigensinnig, selbstverliebt, rücksichtslos, versunken in sinnliche Vergnügen, bereit Menschen zu opfern und kriegerisch. Nach einigen Seeschlachten mit den Griechen zog sich der König wieder etwas zurück und gab ein prunkvolles Fest, welches insgesamt 187 Tage ging. An genau dieser Stelle beginnt die Geschichte von der Königin Esther und Mordechai. Gehen wir einmal zusammen chronologisch durch das Buch Esther. Schlagen wir auf, Buch Esther 1, Verse 1 bis 4. Zu den Zeiten des Asveros, der König war dem Indus bis zum Nil über 127 Ländern, als er auf seinem königlichen Thron saß, in der Festung Susa. Im dritten Jahr seiner Herrschaft machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heeresführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen Ländern, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königstums und die königliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, 180 Tage. Auch hier werden die 127 Länder des Reichs erwähnt, mit ihrer Hauptstadt Susa und ein Fest von 180 Tagen für die Fürsten und 7 Tage für alles Volk. Schauen wir uns einmal den Reichtum an. Es hat sich über die vielen Jahre hinweg im Vergleich zu heute kaum etwas geändert. Denn solch ein prahlerisches Fest, bei dem Gott keine Rolle spielt, steht nicht im Einklang mit Gottes Geboten. Es steht nicht geschrieben, dass in 187 Tagen zum Beispiel das Laubhüttenfest gehalten wurde. Auch wurde Wein in Mengen nach königlicher Weise verteilt und jeder konnte trinken, was er wollte. Wir können sehen, dass der König sehr viel und oft Wein trank. Er war oft betrunken. Das ist dem Volk nach königlicherweise ebenfalls erlaubt gewesen an diesem Fest. An anderer Stelle wird davor gewarnt, übermäßig Alkohol zu trinken. Schauen wir uns das einmal an in 1. Korinther 6, Verse 9 bis 10. 1. Korinther 6, Verse 9 bis 10. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Gottesdiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben.
fahren wir weiter fort in Esther, Esther 1, Verse 6 bis 8. Esther 1, Verse 6 bis 8. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher mit Leinen und scharlachroten Schnüren eingefasst, in silbernen Ringen an Marmorsäulen. Da waren Polster goldenen und silbern auf grünem, weißen, gelben und schwarzen Marmor. Und die Getränke trug man auf in goldenen Gefäßen, von denen keins wie das andere war, königlichen Wein in Mengen nach königlicher Weise. Und man schrieb niemand vor, was er trinken sollte, denn der König hatte allen Vorstehern in seinem Palast befohlen, dass jeder tun sollte, wie es ihm wohl gefiele. Am letzten Tag des Festes ließ er seine Königin Vashti rufen. Lesen wir dies in der Basisbibelübersetzung besser. Esther 1, Verse 10 bis 11 in der Basisbibel. Königin Xerxes hatte 7 Eunuchen, die ihn persönlich bedienten. Sie heißen Mehum, Biseta, Harbona, Bigda, Abagata, Seta und Karkas. Am 7. Tag seines Festes, als Xerxes vom Wein berauscht war in dieser Übersetzung, gab er ihnen einen Befehl. Die Königin Vashti verweigerte diesen Befehl. Meine persönliche Meinung ist, dass sie vielleicht in diesem Fall nur ein Objekt der Begierde sein sollte und zur Schau gestellt werden sollte. Es hatte aber alles so kommen sollen in Gottes Plan. Auf jeden Fall ließ der König einen Erlass an alle Länder, dass der Mann der Herr in seinem Hause sein sollte. Dieses Prinzip finden wir an mehreren Stellen in der Bibel, dass der Mann das Haupt der Frau sein soll, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Der Mann sollte aber natürlich im christlichen Leben die richtigen Verhaltensweisen gegenüber seiner Frau und seiner Familie anwenden. Mit Gewalt regieren oder den Sonntag anstatt den Sabbat heiligen, ist nicht im christlichen Sinne. Allerdings ist anzuzweifeln, ob König Xerxes so viel Gutes mit dem Erlass im Sinne hatte. Schlagen wir auch auf 1. Korinther 11, Vers 3. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Lesen wir weiter, wie der König nach einer neuen Gemahlin sucht. In Esther 2, Verse 2 bis 4. Esther 2, Verse 2 bis 4. Da sprachen die Männer des Königs, die ihm dienten: Man suche dem König schöne Jungfrauen. Und der König bestellte Männer in alle Länder seines Königreiches, dass sie alle schönen Jungfrauen zusammenbringen, auf das Schloss in Susa, ins Frauenhaus. Und die Hand Hegais, des königlichen Kämmerers, des Hüters, der die Frauen und dass man ihre Schönheit pflege. Und das Mädchen, das dem König gefällt, werde Königin an Vashtis Stadt. Das gefiel dem König und er tat so. Dieser Schönheitswettbewerb erinnert ein wenig an eine Seifenoper. Aber genau an dieser Stelle kommt die Jüdin Esther ins Spiel, mit dem hebräischen Namen Hadassah, das heißt Myrte. Myrte ist ein Symbol für Frieden und Segnungen. Es wurden aber auch die Myrtenzweige vom Baum genommen, um am Laubhüttenfest damit Laubhütten zu bauen. Interessant ist, dass dies im Buch Nehemia erwähnt wird, vermutlich noch zu Lebzeiten von Esther, als die Juden nach ihrer Gefangenschaft wieder anfingen, unter Esra und Nehemia die Gesetze und Feste in Jerusalem zu halten. Die Königin Esther hatte vermutlich noch lange guten Einfluss im Persischen Reich auf das jüdische Volk, sodass eine zweite und dritte Gruppe unter Esra und Nehemia aus der Gefangenschaft nach Jerusalem kam. Schlagen wir auf Nehemia 8, Vers 14 bis 15. Nehemia 8, Vers 14 bis 15.
Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagten, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht. Esthers Pflegevater hieß Mordechai und war ein Verwandter von König Saul. Diese Verwandtschaft wird noch eine Rolle spielen, aber dazu später. Fahren wir nun weiter fort in Esther 2, Vers 10. Esther 2, Vers 10. Aber Esther sagte ihm nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, denn Mordechai hatte ihr geboten, sie solle es nicht sagen. Wir sollten auch nicht jedem gleich alles über unseren Glauben erzählen. Wir sollten antworten, wenn jemand ehrlich was über uns fragt und unseren Glauben wissen will. Natürlich sollte man dann auch seinen Glauben bekennen, aber nicht die Perlen vor die Säue schmeißen. Wir wissen auch, dass wahre Christen wegen ihres Glaubens in Zukunft noch verfolgt werden und einige als Märtyrer sterben werden. Fahren wir fort, Esther 2, Verse 12 bis 13. Wenn aber die bestimmte Zeit für jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasverus gekommen sollte, nachdem sie 12 Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn die Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit kostbaren Spezereien und was sonst zur weiblichen Pflege gehört. Dann ging die Jungfrau zum König und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs ginge. 12 Monate Pflege. Wir können erkennen, dass nichts gegen eine gute Pflege einer Frau spricht. Allerdings werden hier gute Produkte verwendet und nicht etwa wie das Nervengift, was man bei einer Botox-Spritze bekommt. Das Prinzip der Jungfräulichkeit und Unbeflecktheit vor der Ehe ist ebenfalls zu erkennen. Natürlich ist es gegen das Gesetz, wenn sich eine Jüdin mit einem Mann aus einem heidnischen Volk verheiraten ließ. Aber in diesem Fall hat Gott dies zugelassen und gefügt, um einen größeren Plan mit seinem Volk umzusetzen. Heutzutage folgt die Kirche Gottes dem biblischen Gebot, dass sich nur getaufte Mitglieder verheiraten dürfen. Esther 2, Vers 15. Als nun für Esther, die Tochter Abialis des Oheims Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie zum König kommen sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai des Königs Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sah. Die schöne Esther besaß eine Gunst bei allen, die sie ansah. Sie hatte ein besonderes Fingerspitzengefühl und eine besondere Art, sich geschickt auszudrücken. Sie unterwarf sich ihrem Ehemann mit Weisheit und Demut, wie dem sanften Antworten und den Zorn abzuwenden, sodass sie durch sanfte Bitten und Gunst erlangen konnte. Esther 2, Vers 21. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten 2 Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die die Tür hüteten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Mordechai entdeckte eine Verschwörung gegen den König auf und dies wurde dann im Buch der täglichen Meldung für den König aufgezeichnet. Esther 3, Vers 1 bis 5. Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasverus den Hammer
den Sohn Hammedatzas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen von Hammam nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du das Königsgebot? Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, sagten sie es Hammam, damit sie sehen, ob er solch ein Tun Mordechais bestehen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Wir sehen hier, dass Mordechai nicht gegen das Gesetz anderer Götter oder Menschen anzubeten verstoßen hatte. In Vers 4 wurde er täglich aufgefordert, dies zu tun. Er hatte sich nach täglicher Nachfrage als Jude bekannt. Es ist wichtig, bei bestimmten Situationen sich auch zu bekennen und eine ehrliche Antwort zu geben. Hier ist Weisheit geboten. Esther 3, Vers 6. Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen sollte. Denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei. Sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des Aweveros waren, zu vertilgen. Wir müssen verstehen, dass Hammam der zweite Mann im Persischen Reich ein Agagiter war und somit zu den Amalekitern gehörte. Mordechai war ein Jude, ein Sohn Kisch, ein Benjaminiter und somit ein Verwandter von Saul. Wenn wir uns die Geschichte näher anschauen, werden wir feststellen, dass Saul die Aufgabe von Gott erhalten hatte, alle Amalekiter umzubringen. Saul befolgte diesen Befehl aber nicht komplett. Und somit überlebte Hammams Vorfahren. Schauen wir uns das mal im 1. Samuel 15 an. 1. Samuel 15, Verse 2 bis 3. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hatte, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau und Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Weiter in Verse 7 bis 9. Da schlug Saul die Amalekiter von Havalir bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen, und allem Volk verstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwerts. Aber Saul und das Volk verschonte Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von der Wert war, und sie wollten den Bann daran nicht verstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran verstrickten sie den Bann. Jetzt können wir auch verstehen, warum Mordechai sich vor Hammam nicht beugte und warum Hammam alle Juden umbringen wollte. Fahren wir fort in Esther 3. Esther 3, Verse 7 bis 9. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Asveros wurde das Pur, das ist das Los, geworfen vor Hammam, von einem Tage zum anderen und von Monat zu Monat. Und das Los fiel auf den 13. Tag im 12. Monat, das ist der Monat Adar. Und Hammam sprach zum König Asveros: Es gibt ein Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern dieses Königreiches. Und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker. Und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht,
sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. So will ich 10.000 Zentner Silber darwegen in die Hand des der Amleute, dass man's bringe in die Schatzkammer des Königs. Haman lässt das pur. Das bedeutet los zur Tötung aller Juden inklusive aller Frauen und Kinder fallen auf den 13. Tag im 12. Monat. Das ist im gregorianischen Kalender ungefähr Ende Februar, Anfang März. Auch bekannt das Purimfest, da kommen wir später zu. Esther 3, Verse 12 bis 13. Da rief man die Schreiber des Königs am 13. Tage des ersten Monats und es wurde geschrieben, wie Haman befahl, an die Fürsten des Königs und an die Statthalter hin und her in den Ländern und an die Obersten eines jeden Volks, in den Ländern hin und her in der Schrift eines jeden Volkes und in seiner Sprache im Namen des Königs Asverus und mit des Königs Ring gesiegelt. Und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Königs. Man solle vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats. Das ist der Monat Adar. Und ihr Hab und Gut plündern. Hier sieht man, wie schnell die Botschaft über alle Länder verbreitet wurde. Dies wird im Dritten Reich, oder dies war im Dritten Reich auch schon mal der Fall. Und es wird in Zukunft weltweit wieder der Fall sein, dass wahre Christen, und wir sind heute geistliche Israeliten, wieder Verfolgung erleiden müssen. Bei den Nationalsozialisten wurde in der von Julius Streicher antisemitischen hetzende Wochenzeitung Der Stürmer behauptet, Juden würden an Purim bei einem exzessiven Trinkgelage Hass und Mord gegen Nichtjuden predigen. Juden würden dabei eine Haman-Puppe durchbohren, die sie auch mit Adolf Hitler identifizieren. Am 30. Januar 1944 zog Hitler selbst eine Verbindung zwischen sich und Haman und zwischen einer Niederlage Nazi-Deutschland und eines zweiten Purims. Auf das Purimfest kommen wir später noch zu sprechen. Bei einer Hinrichtung am 16. Oktober 1946 verabschiedete sich Julius Streicher mit den Worten Heil Hitler, das ist das Purimfest 1946. Ich gehe zu Gott, die Bolschewisten werden eines Tages euch hängen. In dieser Zeit des Holocaust wählten die Nazis wiederholt das Purimfest für Angriffe auf Juden auch aus. Fahren wir fort in Esther 3, Vers 15. Und die Läufer gingen eilends aus nach des Königs Wort. Und in der Festung Susa wurde das Gesetz angeschlagen. Und der König und Haman saßen und tranken, mal wieder, ne? Aber die Stadt Susa war bestürzt. Die Bibel, Hoffnung für alle, schreibt anstatt bestürzt, die Stadt war in heller Aufregung. Möglicherweise waren viele nicht damit einverstanden, aber konnten gegen solch ein unwiderrufliches Gesetz nichts verrichten. Dasselbe ist heute auch der Fall. Vielmals werden diktatorische Gesetze erlassen, ganz besonders während der Corona-Zeit, aber die Menschen konnten nichts dagegen machen. Deswegen sollen wir auch nicht an Demonstrationen teilnehmen, weil wir überhaupt nicht Teil von diesem System sein sollen, da Gott für uns eintreten wird. Natürlich war die Königin Esther entsetzt, aber sie handelte nicht gleich, sondern entschied sehr weise. Lesen wir in Esther 4, Vers 16. So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht.
auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Auch hier finden wir einen weiteren Hinweis in der Bibel über biblisches Fasten, das ohne Essen und Trinken stattfindet und auch 24 Stunden geht. Es ist ein Tag, wie zum Beispiel der Versöhnungstag, den wir erst gehalten haben. Sie sagte auch diesen unglaublichen Satz, komme ich um, so komme ich um. Sie war bereit, sich für das Volk zu opfern. Heute kennen wir keinen Politiker, der dies für uns tun würde. In diesem Jahr wurde uns vielmehr von Politikern gesagt, dass wir weniger duschen sollen, um Energie zu sparen. Wahnsinn! Danach handelte sie mit Fingerspitzengefühl und lädt den König und Haman zu einem Mahl ein. Auch hier handelt sie nicht überhastet, sondern lädt sie beide erneut zu einem exklusiven zweiten Festmahl am folgenden Tag wiederum ein. Esther 5, lesen wir, 3 bis 4. Da sprach der König zu ihr, was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königsreichs soll dir gegeben werden. Esther sprach, gefällt es dem König, so komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Und auch Vers 8, hab ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, meine Bitte zu gewähren und zu tun nach meinem Begehren, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will. Morgen will ich dann tun, was der König gesagt hat. Nehmen wir uns ein Beispiel an Esthers Handlungen und schauen wir, was die Bibel uns über unsere Feinde zu sagen hat. Schlagen wir hierzu auf Esther 5, Vers 14. Da sprachen zu ihm seine Frau Zeresh und alle seine Freunde, man mache einen Galgen 50 Ellen hoch und morgen früh sagt dem König, dass man Mordechai daran aufhänge. Dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman gut und er ließ seinen Galgen aufrichten. Es war der Plan vom Haman, dem Mordechai an einen Galgen von ca. 25 Meter Höhe aufzuhängen. Noch zu diesem Zeitpunkt sieht es nicht gut aus für die Juden, aber Gottes Plan und seine Änderung fängt schon unmittelbar nach dem Fasten an. Wir können sehr gut erkennen, wie Fasten uns näher zu Gott bringt und wir besser seinen Plan erkennen können und Gott für uns streiten lassen. Gott wirkt auf das Herz des Königs ein und ändert das Geschick der Juden. Schauen wir uns das mal in Sprüche 21, Vers 1 an. Sprüche 21, Vers 1. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Weiter in Esther 6. Esther 6, Verse 1 bis 3. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und er ließ sich das Buch mit den täglichen Meldungen bringen. Als diese dem König vorgelesen wurden, fand sich's geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs, Bigdan und Teresh, die an der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den Königs Ahasverus zu legen. Und der König sprach, welche Ehre und Würde hat Mordechai dafür bekommen? Da sprachen die Diener des Königs, die um ihn waren, er hat nichts bekommen. An dieser Stelle können wir die ironische Umkehrung der Geschichte sehr gut erkennen. Alle bösartigen Handlungen und Vorhaben widerfahren den Verursachern selbst. Weiter in Esther 6, Vers 10. Der König sprach zu Haman. Eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden.
der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Die Königin Esther bittet um Gnade für das gesamte jüdische Volk nun und sich selbst, da sie jetzt einen klugen Schachzug macht und erst nach dieser Stelle dem König erzählt, dass sie eine Jüdin ist. Schauen wir uns an, Esther 7, Vers 9. Und Harbona, einer der Kämmerer, vor dem König sprach: Siehe, es steht ein Galgen dem Hause Hamams, 50 Ellen hoch, denn er für den Mordechai aufgerichtet hat, der doch zur Wahl des Königs geredet hat. Der König sprach: Hängt ihn daran auf. Esther 8, Vers 1. An dem Tage schenkte der König Asverus der Königin Esther das Haus Hamams, des Judenfeindes. Und Mordechai wurde vom König empfangen, denn Esther hatte ihm gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Es wurde nun ein Erlass an alle Länder geschrieben, dass sich die Juden an dem 13. Tage des 12. Monats verteidigen durften. Sie durften ebenfalls Frauen und Kinder töten und ihre Güter nehmen. Stellen wir nun gleich fest, dass vom genehmigten Erlass, sich zu verteidigen, nicht alles umgesetzt worden ist bezüglich der Güter. Aber zuvor müssen wir feststellen, dass der erste Erlass des Königs, alle Juden zu töten, nicht zurückgenommen werden konnte. Es gab zwar einen neuen Erlass, sich zu verteidigen, aber beim ersten Erlass handelte es sich um ein unwiderrufliches Gesetz. Daher sollten wir uns auch heutzutage vorher Gedanken machen, was für Taten oder Worte wir sagen oder begehen. Schlagen wir hierzu auf Sprüche 13, Vers 3. Sprüche 13, Vers 3. Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Fahren wir fort in Esther 8, Vers 15 bis 17. Mordechai aber ging hinaus von dem König in königlichen Kleidern, blau und weiß und mit einem großen goldenen Krone, angetan mit einem Mantel aus Leimen und Purpurwolle. Und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Und in allen Ländern und Städten, an welchen Ort auch immer des Königs Wort und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden. Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern im Lande wurden Juden. Denn die Furcht vor den Juden war über sie gekommen. Esther 9, Vers 1. Im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tage, als das Königs Wort und Gesetz ausgeführt werden sollte, eben an diesem Tage, als die Feinde der Juden hofften, sie zu überwältigen und sich wandten, dass nun die Juden ihre Feinde überwältigen sollten. Jetzt sehen wir, wie der erste Erlass und der zweite Erlass greifen. Auch dies scheint wie eine ironische Umkehrung zu wirken, aber wir können sehen, wie sich das Blatt wendet. Gott zeigt ganz deutlich auf, dass Sünde und falsches Verhalten vergolten wird. Esther 9, Vers 3. Auch alle Obersten in den Ländern und die Fürsten und Statthalter und Amtleute des Königs halfen den Juden, denn die Furcht vor Mordechai war über sie gekommen. Die Juden hatten sogar jetzt Verbündete, welche für sie eintraten. Wir verstehen natürlich, dass wir heute keinen umbringen sollen. Aber damals ließ Gott dies alles zu, damit sein Plan vollzogen werden konnte. Schlagen wir auf Lukas 6, Vers 35.
Lukas 6, Vers 35. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Die Juden hatten in der Stadt Susa 500 Feinde umgebracht. Und einen Tag später, am 14. des 12. Monats, brachten sie nochmals 300 Feinde um. Wir können jedoch feststellen, dass sie keine Hände an ihrer Güter legten. Es wird nicht explizit erwähnt, dass die Juden Frauen und Kinder töteten. Dies wird aber im Erlass zur Verteidigung gegen die Feinde mit zusammengefasst. Weil es später nicht mehr erwähnt wird, mag das nicht heißen, dass dies nicht geschehen ist. Aber es ging in erster Linie darum, sich gegen die Feinde zu verteidigen. Es ist hier also ein Unterschied zu dem ursprünglichen Vorhaben von Hamans und dem König zu erkennen. Die Juden verteidigten sich nur gegen ihre Feinde, ohne ihre Güter zu nehmen. Fahren wir weiter fort in Esther 9, Vers 16. Auch die anderen Juden in den Ländern des Königs kamen zusammen, um ihr Leben zu verteidigen und sich von ihren Feinden Ruhe zu verschaffen und töteten 75.000 von ihren Feinden. Aber an die Güter legten sie die Hände nicht. Auch Esther 9, Vers 20 bis 22. Und Mordechai schrieb diese Geschichte auf und sandte Schreiben an alle Juden, die in allen Ländern des Königs Ahasveros waren, nah und fern. Sie sollten als Feiertage den 14. und 15. Tag des Monats Adar annehmen und die jährlich halten, als die Tage, an denen die Juden zur Ruhe gekommen waren vor ihren Feinden und als den Monat, in dem sich ihre Schmerzen in Freude und ihr Leid in Festtage verwandelt hatten, dass sie dies halten sollten als Tage des Festmahls und der Freude und einer dem anderen Geschenke und den Armen Gaben schenkte. Wir lesen davon, dass die Juden diesen Brauch bis zum heutigen Tag halten sollten. Es gehört nicht zu den heiligen Festtagen Gottes, welches wir als wahre Christen zu halten haben. Es ist ein Brauch für die Juden. Esther 9, Vers 23 bis 24. Und die Juden nahmen es an als Brauch, was sie angefangen hatten zu tun, und was Mordechai an sie geschrieben hatte. Wie Haman, der Sohn Hammedatas des Agagita, der Feind aller Juden, gedacht hatte, alle Juden umzubringen. Und wie er das Pur, das ist das Los, hatte werfen lassen, um sie zu schrecken und umzubringen. Lesen wir auch Vers 26 weiter. Daher nannten sie diese Tage Purim, nach dem Worte Pur und nach allen Worten dieses Schreibens und nach dem, was sie selbst gesehen hatten und was sie getroffen hatten. Auch Verse 28, dass diese Tage nicht zu vergessen, sondern zu halten seien bei Kindeskindern, bei allen Geschlechtern, in allen Ländern und Städten. Es sind die Purim-Tage, die nicht übergangen werden sollen unter den Juden, und ihre Andenken soll nicht untergehen bei ihren Nachkommen. Auch Vers 32, und der Befehl der Esther bestätigte die Einsetzung dieser Purim-Tage, und es wurde in ein Buch geschrieben. Das Purim-Fest ist für die Juden bis heute ein sehr bedeutsames Fest zur Erinnerung, dass das Volk Gottes errettet worden ist. Esther 10, Vers 3. Denn Mordechai, der Jude, war der
erste nach dem König Ahasveros und groß unter den Juden und beliebt unter der Menge seiner Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und redete, was zu seinem ganzen Geschlecht zum Besten diente. Der Name Gottes wird in diesem Buch kein einziges Mal erwähnt, aber an einer Stelle finden wir doch einen ganz deutlichen Hinweis auf Gottes Willen. Schauen wir uns das nochmal an in Esther 4, Vers 13 bis 14. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Und du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade zu dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Nur weil sich in diesem Buch der Name Gottes bzw. sein Willen auf wenige Stellen beschränkt, bedeutet dies noch lange nicht, dass Gott nicht eingreift. Gott hat bereits alles vor langer Zeit geplant. Er wird sein Volk und uns auch bei besonderen, schwierigen, schier aussichtslosen Situationen helfen. Gott ist immer da und arbeitet hinter den Kulissen. Er kann die Herzen der verstockten Menschen ändern. Die Geschichte von Esther, die von einem unbekannten jüdischen Mädchen ohne Eltern zur Königin der größten Macht der Welt aufstieg, zeigt, wie Gott Ereignisse und Menschen als Instrumenten einsetzt, um seine Verheißung an sein auserwähltes Volk zu erfüllen. Um wie viel mehr sollten wir als Erstlinge heute die Dinge Gottes überlassen? Die Geschichte zeigt uns die Führung Gottes auf. Interessant ist auch, dass Gott eine Frau in der Bibel benutzt, um die Geschicke in diesem Fall zu lenken. Das zeigt uns auch, wie sehr es Gott wichtig ist, dass Frauen einen gerechten und sanftmütigen Geist besitzen, um ihre Männer im Gehorsam zu unterstützen. Am Ende wird die Treue zu Gott belohnt. Gott wird uns nie verlassen, außer wir verlassen Gott.